Selbst Kafka hätte sich sowas nicht vorgestellt. Ich bin also im Gefängnis, weil ich Artikel geschrieben habe für legale Zeitungen und Mitglied bin in einem symbolischen Beirat, von dem im Gesetz klar definiert ist, dass er keine gesetzliche Haftung trägt. Meine fiktionale Arbeit wird in diesem Dossier als Beweis eingebracht. Sie steht zusammen mit T.S. Eliot, Becker und Klassenkampf vor Gericht. Kurzum, die Türkei setzt nicht nur die Meinungs- und Redefreiheit auf die Anklagebank, sondern auch die Literatur. Ich wurde von einer großen Gruppe von 30 bis 40 Polizisten, Spezial- und Antiterroreinheit, verhaftet. Die Straße vor dem Haus und der ganze Häuserblock waren vollständig umringt von maskierten, Schutzwesten tragenden Polizisten mit Maschinenpistolen. Ich war komplett entsetzt, als sie alle in meine Wohnung eindrangen, herumschrien und mit ihren Waffen auf mich zielten.